Kilowatt. Schon seit Wochen verkünden es große Plakate auf leuchtend gelbem Untergrund. In einem Monat, nämlich am 24. Oktober, kommt wieder ein französischer Malerstar ins Von der Heydt Museum. Édouard Manet. Während die Bilder des berühmten impressionistischen Malers aus allen Herren Ländern eintrudeln, laufen im Museum noch eine Menge Vorbereitungen. Dies und noch ein paar interessante Details hat Brigitte Hildebrandt von Museumsdirektor Dr. Gerhard Fink erfahren. Im zweiten Stock des Von der Heydt Museums wird derzeit heftig geklopft, gesägt und gepinselt. Denn für die neue Ausstellung der Gemälde des französischen impressionistischen Malers Édouard Manet sollen die Räume bis Oktober perfekt sein. Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung, weiß Gerhard Fink. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, die kommende Ausstellung widmet sich dem Maler Édouard Manet, nicht zu verwechseln mit Claude Monet, was allerdings schon zu ihren Lebzeiten im 19. Jahrhundert oft vorgekommen ist, betont Fink. Es ist ganz interessant, dass Manet und Monet häufig verwechselt werden. Das war aber schon im 19. Jahrhundert so. Schon zu Lebzeiten von Manet und Monet wussten die Leute nicht so recht, welcher was ist. Erst später hat sich das dann geklärt, dass Monet eben in diesen großen Seerosen-Serien gearbeitet hat. Zu der Zeit war aber Manet schon gestorben. In seinem nur 51 Jahre kurzen Leben hat Édouard Manet 440 Bilder geschaffen. Darunter so bekannte Großformate wie das Frühstück im Grünen oder die dahin gegossene nackte Olympia. Ein Bild, das sogar von der Zensur verboten wurde damals. Der Ansatz für die Von der Heydt Ausstellung liegt auf Manet als Maler des Bürgertums. Wir zeigen den Maler der mittelgroßen Formate, seine Porträts von bürgerlichen Menschen, seine Vergnügungen, also zum Beispiel Pferderennen oder Ausreiten oder Croquet spielen, solche Dinge, also dieses bürgerliche Vergnügen. Wir versuchen aber eben auch die politische Haltung von Manet zu vermitteln. Diese Bürgerbilder Manets hat Gerhard Fink aus der ganzen weiten Welt, sogar aus Japan, ins Wuppertaler Museum geholt. Eine aufwendige Beschaffungsarbeit in den letzten 2 Jahren, in der auch viele Kuriere oder Restauratoren mit auf Reisen gehen mussten. Auf Reisen gehen können wir mit Manet aber auch hier im Tal, was sicher schon der eine oder andere festgestellt hat. Diese Fahrradrikschas eignen sich natürlich wunderbar, um Werbung zu machen. Wir haben da dieses Porträt einer Amazone, also einer jungen Reiterin, auf die Rikschas appliziert und so fahren die jetzt durch Wuppertal und machen Werbung für die Ausstellung. Es ist schon so gedacht, dass zukünftige Besucher auch mit dieser Rikscha durch die Gegend fahren. Das hängt sicher auch ein bisschen vom Wetter ab, aber bei schönem Wetter gibt es natürlich nichts Schöneres. Die haben auch ein kleines Motörchen drin, also wenn es bergauf geht, dann haben die ein bisschen Hilfe. Wer nun denkt bis Oktober, das ist ja noch Zeit, und dann bleiben die Manets ja auch noch bis Ende Februar, den ermuntert Gerhard Fink, doch jetzt schon an einen Termin für eine fachkundige Führung zu denken. Vor allen Dingen empfehlen wir immer Führungen. Führungen sind ganz wichtig, denn dabei erzählt Ihnen jemand, der sich mit dem Werk von Manet beschäftigt hat, die wichtigsten Stationen der Ausstellung, erläutert Ihnen das, sodass Sie ein viel größeres Vergnügen dabei haben, als wenn Sie nur die Wandtexte lesen oder sich den Film zur Ausstellung anschauen. Brigitte Hildebrandt für Kilowatt. Die Édouard Manet-Ausstellung geht am 24. Oktober an den Start. Schon jetzt wird Ihnen von höchster Stelle empfohlen, eine Führung zu buchen, die es ein- bzw. anderthalbstündig gibt. Auch Rikscha-Fahrten können vorgebucht werden, vielleicht als Bahnhofstaxi, wenn das Wetter mitspielt. Alle Infos zu Preisen und Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage. www.kilowatt-radio.de Kilowatt weltweit.